Also, heute sind wir unterwegs zum Fürther Weihnachtsmarkt. Das ist ein Mittelalter-Weihnachtsmarkt. Und da zeigen wir euch dann alle verschiedenen Eindrücke, die wir so finden und kriegen können. Ja, ja.
Als Geschenk oder für euch? als Geschenk mit Hintergrund. Nein, ich will es noch nicht. So, das ist jetzt meine Ausbeute vom Weinstand. Der Laden heißt Bärenweine. Wie ihr seht, gibt es auch eine Internetseite. Da kann man sich auch bestellen. Die haben ein sehr leckeres Metbier. Das haben sie leider nicht dabei gehabt. Meine Ausbeute ist einmal Feengold. Das ist auch ein Mischbier. Was da genau drin ist, steht nicht auf der Flasche drauf. Kann man aber online nachschauen. Dann einen Blaubeerwein, der ist leicht säuerlich, aber insgesamt eher süßlich. Und einen normalen Standardmet, das ist eine 3/4 Liter Flasche. Die kann man auch sehr gut umfunktionieren als Ölkaraffe zum Beispiel fürs Essen würzen. So, und das ist die Ausbeute vom Tag inklusive des sehr leckeren Essens. Und du noch irgendwas dazu zu sagen? Es war unglaublich voll, also unter der Woche lohnt sich doch wesentlich mehr. Die hatten auch sehr schöne handgeschmiedete Dolche und Messer, die durften wir leider nicht filmen. Hat leider nicht jeder Stand zugelassen, waren auch absurd hohe Preise, 120 Euro für ein winziges Messerchen. Na gut, es ist alles Handarbeit, aber in der Relation ist es dann nicht, wenn du das verkaufen willst, finde ich. Ja. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir wünschen euch noch einen schönen weiteren Abend, morgen oder Mittag, wann ihr das Video anschaut. Und bis zum nächsten Mal. Servus.